Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zurück in unserer wunderschönen Tasting Lounge hier mitten in Mempris im Feingeist. Bin heute wieder für euch vor der Kamera für die nächste Folge von dem Whisky der Woche. Und ich habe mir gedacht, wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viel Single Malts, auch mal ein bisschen was Ausgefallenes. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mir heute einfach mal wieder einen Blend. Hatten wir ja leider auch bisher, glaube ich, noch nicht ganz so viele. Und da habe ich mir einen rausgesucht, den ich persönlich einfach unfassbar gerne mag. Genau, und zwar geht es heute um den Old Perth, 12 Jahre. Und zwar nicht einfach nur irgendwie 12 Jahre alt, sondern wir haben ja einen Blended Malt 12 Jahre von Old Perth, der Vollreifung im Sherryfass hatte. Hat man eher selten bei den Blends, aber wie gesagt, hier bei Old Perth 12 Jahre Vollreifung im Sherryfass. Old Perth wird herausgegeben von der Williams Whisky Distillers Limited. Und hier zum Einsatz kommen Speyside Blends, ausgewählte Speyside Blends, sagen sie. Die sagen jetzt hier leider nicht, aus welcher Distille die kommen. Genauso wie sie nicht sagen, welche Sherryfässer hier involviert sind. Heißt einfach allgemein Sherry. Ich muss jetzt auch wieder dazu sagen, ich kenne den schon, das ist jetzt nicht meine erste Berührung mit dem Guten, aber ich dachte mir, ich stelle euch den einfach vor, weil ich kenne es ja auch von mir, Blend hat oftmals so ein bisschen was, so einen faden Beigeschmack, was er aber eigentlich ja gar nicht haben muss. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle euch heute einfach mal wirklich dieses Ding vor. Ein bisschen Daten und Fakten gibt es natürlich auch noch zu dem Whisky. Wir haben hier 46 Volumenprozent, also eine Trinkabfüllung, eine trinkstarke Abfüllung. Die ist dank der 46 Volumenprozent ist hier auf eine Kühlfiltrierung verzichtet worden und es ist auch verzichtet worden, nachzufärben. Und da bin ich schon bei einem coolen Punkt und daran erkennt man, glaube ich, auch einfach die 12 Jahre, die dieser Whisky in Sherryfässern verbracht hat. Er hat eine wunderschöne Farbe, hat so, ja, hier, wenn man davor sitzt, definitiv eine Kupferfarbe, finde ich sehr schön und eben das geht auch ohne Farbstoff. Finde ich immer begrüßenswert, weil dann kann man doch so ein bisschen, ja, das Auge trinkt mit. Aber wenn ich dann auch noch weiß, dass die natürliche Farbe, trinkt das Auge umso lieber mit. Ja, und dann ohne euch jetzt lang auf die Folter zu spannen, glaube ich, sollte ich euch ein bisschen was über den guten Tropfen hier sagen. Ja, also das ist schon auch wirklich intensiv Sherry-Feeling, also von der allerersten Sekunde in der Nase schon. Also ich habe hier so ein Früchte-Kompott, hat auch was leicht Marmeladiges irgendwie in der Nase. Dann kommt dazu eine wunderschöne, ja, ich würde fast sagen, orangige Note. Ja, Orange. Ganz minimaler Hauch Eichenwürze, aber super dezent. Da muss man schon wirklich danach suchen. Eine angenehme Süße, aber die hat einen schönen Gegenspieler, diese Süße, in dem auch eine gewisse Säure mitschwingt, vermutlich auch tatsächlich wirklich einfach durch den Sherry, oder nicht den Sherry, der drin ist, durch die Sherry-Fässer bedingt. Ja, also wirklich Frucht ohne Ende. Und jetzt fällt es mir auch ein bisschen schwer, eine einzelne Frucht zu nennen, weil das doch sehr kompakt und komprimiert ist, diese Frucht. Deswegen habe ich gesagt, so Fruchtkompott, eine Früchtemarmelade. Ja, abgerundet mit ein bisschen Orange. Ja, und so eine dezente Würze, die im Hintergrund schwingt. Dann würde ich jetzt sagen, das Lunche. Boah, ich mag den einfach. Ich mag Old Perth allgemein, ob es jetzt der 12er Sherry ist oder der ohne Altersangabe in Fassstärke und. Aber so tolle Sachen. Hat eine wunderbar ölige, cremige Mundtextur. Wirklich hervorragend. Alkohol sauber eingebunden. Ist hier kein Thema. Zieht auch, ich weiß nicht, oder ich hoffe, ihr seht es am Glas. Schöne Schlieren, diese Fensterchen. Macht einfach richtig Spaß, auch hier im Geschmack jetzt wieder.
Hier fällt es mir fast ein bisschen leichter, jetzt Früchte zu nennen, wobei es auch hier kräftig, früchtig, fruchtig ist. Da habe ich jetzt im Geschmack hier so ein bisschen was Rosiniges. Ich habe auch so einen leichten Ansatz von irgendwas Pflaume, Zwetschge in die Richtung. Hinten raus kommt dann deutlich mehr, als ich in der Nase hatte, Richtung Abgang die Eichenwürze. Das hat fast was leicht Pfeffriges in dem Fall für mich. Und das Ganze verbindet sich dann mit einer wunderschönen nussigen Note, die sich zum Abgang hin aufbaut. Also unfassbar schön und vor allem unfassbar vielschichtig. Das ist für mich auch so ein Whisky. Und ich denke, die ihn schon mal probiert haben, werden das wahrscheinlich ähnlich empfinden. Das ist so ein richtig angenehmer Everyday-Drum. Ja, so gestresst heimkommen und was Ruhiges im Glas haben wollen, ist der einfach eine Bombe. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon so ziemlich alles gesagt, was es da zu sagen gibt. Komplex, fruchtig, richtiges Sherry-Feeling, Wein-Feeling. Wie Dirk Kahn ja geprägt hat, Weinigkeit ist zu erkennen. Das greife ich jetzt mal hier auf, lieber Dirk. Einfach schön komplex, ohne zu überfordern. Ja, super angenehmes Teil. Probiert den, wenn ihr die Möglichkeit habt, falls ihr noch nicht kennt. Wir haben hier, seht ihr ja, eine offene Flasche rumstehen. Ihr kriegt von mir auch wieder die Links unten rein, wo und wie ihr die Flasche bestellen könnt oder kaufen könnt, bei uns vor Ort natürlich. Und es wird natürlich auch wieder Samples geben von dem Ganzen. Der kriegt von mir einen ganz dicken Daumen hoch. Wie gesagt, ich habe den auch deswegen genommen. Ich kannte den schon und ist einfach ein super Whisky. Ja, hier sieht man einfach wieder das Blend, was richtig, richtig Schönes sein kann. Und mit den Worten verabschiede ich mich von euch und sage bis zur nächsten Woche und wir sehen uns.